Hallo Seebären, hallo Landratten und hallo Kapitäne in World of Warships. Heute mal eine XXL-Folge mit zwei Runden eines meiner derzeit absoluten Lieblingsschiffe, die Duncan T9BB, also Schlachtschiff, aber naja, kommen wir gleich noch zu der Engländer in der neuen Linie. Und ich bin hier unterwegs mit einer Alsasch und oh, ich glaube eine Alaska, genau. Im Divi oder in einer Clan-Divi, so rum gesagt. Und es war eine der ersten Runden, wo ich die Duncan ausgefahren bin. Die neue Linie wird als Schlachtschiff eingepreist und eingezeichnet, aber im Grunde genommen ähnlich wie bei den Deutschen bei der Schlieffenlinie sind es im Grunde genommen doch eher Schlachtkreuzer. Ewig lang, nicht besonders wendig, mit einer sehr verschiedenen Art der Turmaufbauten, also bei den kleineren Fünfern, Sechsern, da hast du vorne zwei Türme und hinten noch einen. Bei den höheren hier, bei dem Neuner, sieht man genau, wir haben vorne zwei und in der Mitte einen. Das macht es natürlich ein bisschen besser. Ich muss nicht ganz so weit angewinkelt stehen, um den hinteren Turm mit im Einsatz zu bringen. Wie man ansonsten sehen kann, wir haben Torpedos, das kennen wir auch schon von den Deutschen der Schlieffenlinie. Hier kommt aber nochmal eine kleine Besonderheit dazu, das werden wir später sehen. Wir haben eine nicht erweiterbare Kampfreichweite, die aber nicht schlecht ist. Ich sage mal so 18, 19 Kilometer, mehr brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Wir haben einen sehr, sehr guten Heal, einen englischen Heal, ähnlich der Conqueror. Wir haben einen Motorboost, wir haben noch ein paar Jäger, ja gut, ne? Also defensives Flakfeuer, Jäger, alles gut und schön. Aufklärungsjäger oder Aufklärungsflieger wären vielleicht in manchen Situationen besser, aber kann man sich leider nicht aussuchen. Ansonsten, die Duncan richtig schnell unterwegs. Ohne Motorboost, wie wir sehen, sind wir schon bei über 35 Knoten. Eine ziemlich gute Genauigkeit, sehr, sehr brauchbare APs, das werden wir nachher noch sehen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die Torpedos ein. Wie gesagt, zwei verschiedene Runden. Ich habe aber insgesamt indessen schon 10 oder 20 damit gemacht. Derzeit noch im Vorabzugang, aber später im ganz normalen Forschungsbaum. Und ich muss sagen, das ist eine Linie, die mir richtig Spaß macht. Ja, erste Salve, bereits zwei Zitadellen. Jetzt bitte darauf achten, das Schiff ist bereits im Spiel. Es ist kein Testschiff mehr, es wird nicht mehr balanced oder ähnliches. Balancing ist abgeschlossen und insofern ja, darf man sich so ein bisschen in Acht nehmen davor. Es ist kein Brawler. Ähnlich wie wir auch bei der Schlieffenlinie ja, nicht unbedingt in den Nahkampf damit gehen. Wobei die hat eine sehr, sehr geniale Secondary, die wir hier nicht haben. Das Schiff ist eigentlich zu weich. Zack. Erstes Blut rausgenommen. Also, Kreuzer, die auch nur eine geringe Breitseite zeigen, aber selbst die brauchen sie nicht. Unbedingt mit unseren 419 mm können wir halt die meisten Kreuzer doch relativ brauchbar an den Meeresgrund schicken. Und die Bestrafung der Duncan erfolgt sogleich. Bei größeren Schlachtschiffen auf Stufe 10, Yamato, Montana etc., da muss uns der Gegner schon wirklich perfekte Breitseite zeigen. Auch das geht, aber das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Ja, hier komme ich nicht ran. Hier muss ich reinfahren, weil der Gegner wegfährt und weil ich keine Chance habe, meine Reichweite zu vergrößern. Die Geschwindigkeit alleine, die reine Geschwindigkeit ohne Motorboost, ist schon sehr, sehr genial. Wenn ich dann aber in Bedrängnis komme, schalte ich den Motorboost ein und zumindest derzeit noch wissen viele nicht, dass
das Schiff einen Motorboost hat und halten falsch vor. Das wird sich aber, wie bei allen anderen, wie bei Brest und Marseille, wird sich das natürlich geben, wenn die alle erstmal auf die Schiffe getrimmt sind. Im Moment, klar, das neue Schiff im Spiel, man sieht sie noch nicht allzu viel. Dementsprechend wird man schnell zum Fokusfeuer, aber kann man mit dem Schiff umgehen. So, wir drücken hier ein bisschen. Wir jagen die Gegner, obwohl sie zahlenmäßig, naja gut, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, es ist recht ausgeglichen, aber wir jagen sie erst einmal ein bisschen weg. Mit 75.000 Lebenspunkten ist die Duncan ja auch eher Schlachtkreuzer-like. Also es ist kein Schlachtschiff wie eine Jombar oder sowas. So viel kann sie nicht einstecken. Wobei sie kann auch, weil sie ein sehr schmales Profil hat, wenn sie sich dem Gegner anwinkelt, dann kann sie da auch eine ganze Menge gut wegmachen. Ich hatte schon ein Video zur Rogue T7, die macht schon Spaß, ist aber noch ein, also vom Grundprinzip das gleiche, die Turmanordnung ist ein bisschen anders und insofern, ja, aber auch schon ein sehr geniales Schiff, da gibt es ein längeres und ein reguläres Video bei mir dazu und jetzt halt, wie gesagt, die Duncan. Für mich eines der Schiffe von der Spielweise, wo ich sage, ja, das liegt mir, das macht Spaß. In Bewegung bleiben, zack, die nächste Zitadelle, ja. Auch der kleine Berg dort schützt nicht. Wir haben einen relativ genialen Schussbogen. Wir kommen zwar nicht über solche hohen Inseln hinfort, aber über schmale Sachen kommen wir sehr brauchbar und sehr zielgenau hinüber. Insofern. Und jetzt geht's weiter. Wir verteilen uns. Ich drücke jetzt wirklich ein bisschen wahnsinnig, aber es war meine erste Runde. Ich wollte halt probieren, was geht mit dem Schiff. Was kann man machen? Insofern drücke ich jetzt hier hinterher. Die anderen beiden gehen nach C rein. Und da haben wir die Buffalo, die die ganze Zeit gestanden hat. Die ist also nicht... Und geht trotzdem raus. Auch hier einfach mal reingeschallert. So, der Gegner sitzt bei A. Wir hier oben bei C. Wir haben hier vor uns 2, 3. Und jetzt Kearsarge fährt weg. Jetzt geht's hier in Richtung Satsuma. Das Spiel, ja, auch da, 12.000. Das Spiel mit dem Stehenbleiben, Anfahren. Ich habe noch keinen Heal benutzt. Ich habe noch keinen Motorboost benutzt. Das macht halt richtig Freude. Das macht echt mir zumindest großen Spaß. Nicht jeder ist da so wahrscheinlich so begeistert wie ich davon. Wer ein Schlachtschiff sucht oder überhaupt Schlachtschiffe sucht, mit denen er in den Nahkampf gehen kann, das wird dann, glaube ich, eher nicht seine Linie sein. Wer recht statische Schiffe sucht, so wie eine Satsuma, Shikishima, Yamato, die man kaum bewegen muss, auch das ist hier eher fehlerhaft. Dieses Schiff ist dafür ausgelegt, dass man sich bewegt, dass man sich viel und auch schnell bewegt, dass man kitet im Notfall. Und so sollte man es eigentlich auch nutzen. So, Gegner erstmal zu. Wir haben C, wir werden gleich alle mal ein bisschen um B falten. Und hier ziele ich ziemlich lang. Wie gesagt, erste Runde. Ich war mir noch nicht so ganz sicher, was da geht, wie viel da geht. Pff,
für mich auch, auch wenn es sehr lang gezogen ist. Also es gibt alle Leute, die sagen, oh mein Gott, das ist so ein langer Kutter, das sieht nicht schön aus. Ich persönlich mag es, finde es ganz schön. Es gibt Special-Tarnungen, die man sich da derzeit im Vorabzugang spielen kann. Ansonsten kann man ja heutzutage jede Tarnung auf jedes Schiff. Insofern kann man sich so gestalten, ein bisschen, wie man es haben möchte. So, meine Freundin, die Kearsarge, fährt da hinten noch rum. Das wird noch gleich eine Freude werden. Da komme ich dann auch ein bisschen zu den Torpedos. Jetzt zünde ich den Motorboost. Ich will ein bisschen näher ran. Der Rest stellt sich unten der Truppe von A. Der Gegner hat sich hier relativ leicht verscheuchen lassen. Das ist natürlich nicht immer so. Ja, und da sehen wir es auch. Ich bin letztendlich eher ein Schlachtkreuzer. Das heißt, so eine Salbe einer Kearsarge kann mich schon mal wirklich ganz gut auseinandernehmen, wenn ich da nicht perfekt angewinkelt bin. Und selbst dann. Aber ich überlebe es noch. So, 84.000 auf dem Radar. Kearsarge wird sicherlich gleich auch ihre Flieger, aber ich glaube, die hatte er gerade woanders hingeschickt. Ja. Da geht gut was weg. Aber ich habe ja noch 4 Heals, die ich durchziehen kann. Und langsam kommen wir dann auch mal in die Nähe der Torpedoreichweite. Torpedoreichweite hier 10 Kilometer. Und wir haben 2 Torpedowerfer. Und zwar rechts einen und links einen. Und mit einem meine ich nicht nur einen Werfer, sondern wir haben rechts einen einzigen Torpedo und links einen einzigen Torpedo. Es ist wirklich so, wir schießen nur mit einem Torpedo. Da wird sich der eine oder andere sagen, was zur Hölle soll denn das bitte? Aber, jetzt geht meine Secondary auch mal los, aber die Torpedos sind, ja, nicht so super schnell, aber sie sind, wie wir gleich sehen werden, etwas Besonderes. Und vor allem, sie machen bis zu 30.000 Schaden pro Treffer. Das heißt, wenn ich treffe, haue ich dem, und da sieht man es, ich habe ein Torpedo. Ich kann fast senkrecht nach vorne torpen. Das ist richtig genial. Und ich habe eine sehr... Und da sieht man, der Torpedo kommt an der Seite raus, macht so einen Schlangenlinienbogen und geht dann nach vorne. Es ist kein Lenktorpedo. Ich muss also schon ziemlich zielen. Und dementsprechend werden wir auch gleich sehen, hat die Kearsarge auch die Möglichkeit, meinem Torpedo da durchaus dem einen oder anderen mal auszuweichen. Bei den niedrigeren Varianten, der Rogue zum Beispiel oder so weiter, kann ich das mit dem nach vorne Torpedieren nicht machen. Da habe ich dann auch mehrere Torpedos, die rauskommen. Die gehen dann aber eher weiter hinten. Und da haben wir es gesehen. Ein Torpedotreffer. Und ich bin bei 141.000 bereits. Das ist jetzt sicherlich, und das darf der eine oder andere kritisch anmerken, nicht sehr zielführend, was ich hier mache. Ein Schlachtschiff verfolgen, während unten der Krieg tobt. Ich habe mich da ein bisschen hinreißen lassen und natürlich wollte ich auch gerne sehen, was kann das Schiff. So, hier gezogen. Ich kriege jetzt einen Seitenbeschuss, der nächste Torp. Man sieht, Nachladezeit nicht so wild, zumal halt unabhängig voneinander. Aber wenn die Kearsarge etwas gelernt hat aus dem ersten Torpedotreffer, dann, dass man da ausweichen kann. Sehr lustig mit den Torpedos. Nicht zu unterschätzen, 10 Kilometer natürlich klar. Ein Kreuzer würde ich nie torpedieren damit. Der weicht dreimal aus. So, jetzt habe ich allerdings auch ganz schön gefressen. Es sieht gerade nicht so glücklich da unten aus. Wir sind nur noch zu dritt. Das heißt, wir werden diese Runde verlieren. Leider, leider.
Ob es nun mit daran lag, dass ich jetzt da oben geblieben bin und im 1:1-Battle war, weiß ich nicht. Aber das war es einfach für mich jetzt mal wert. Das wollte ich mal. Und trotzdem bin ich bei 161.000. Für mich war es einfach wichtig zu sagen, okay, da ist unsere Sascha-Raus, jetzt sind wir wirklich nur noch U-Boot und ich. Obwohl es eigentlich ja ganz gut aussah, aber die sind halt alle draufgegangen. Gut, vielleicht hätte es etwas geändert. Wir haben aber gleich noch eine andere Runde. Da sehen wir das ein bisschen. Und jetzt. Hauen wir da noch mal rein. Aber die Kearsarge kann entkommen. Ja, ganz, ganz knapp gesetzt. Dem kann sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr entkommen. Tack. 187.000, aber hilft leider nichts, weil also, Torpedos. Wir haben es gemerkt, im direkten Nahkampf einsetzbar, guter Torpedowinkel nach vorne, bei den niedrigeren Stufen eher weiter hinten. Großer Schaden, aber halt nur Einzeltorpedo, kein Fächer, keine Fläche, kein gar nichts. Und man muss halt erstmal so nah ran. So, Enemy, Gegnerschaft, gleich durch mit den Punkten, da ist nichts mehr viel bei uns aufzuräumen. Trotzdem komme ich hier noch etwas über die 200.000 Punkte und sage für mich als erste Runde, ja, nett, nice, kann man spielen. Und wie gesagt, seitdem schon viele, viele Runden gedreht damit, in der Divi oder auch alleine. Und wir schauen uns gleich noch eine Runde an im Anschluss. Und ich blende mal ein, an dem Tag habe ich, wie gesagt, etliche Runden mit der Duncan gedreht und das sieht man auch. Das läuft irgendwie bis auf die erste, die wir leider verlieren, aber 200.000 in der ersten Runde, das ist gut. Gut, der Gegner hat es mir ermöglicht, aber trotzdem. Okay, dann gehen wir gleich mal zur zweiten Runde. Ja, hier sehen wir an einem Tag hintereinander etliche Runden, die richtig gut liefen. Und jetzt geht's in die zweite Runde. Zweite Runde mit der Duncan, diesmal nicht in einer Dibby, sondern alleine. Nichtsdestotrotz. Schauen wir mal, was diesmal geht. Ich habe hier den Vorteil, wir haben 7er, 8er, 9er, aber halt auf der Gegenseite solche Schwergewichte wie eine Iowa oder eine Jumba. Also auch nicht so ganz zu unterschätzen. Und wie immer in solchen Runden tastet man erstmal ab, wohin geht der Gegner. Eine Izumo haben wir noch in der Gegenrunde und eine Lexington als Träger.
Wir fahren erstmal runter nach A, Alemann. Ja. Großteil geht Richtung C. Normaler Geschwindigkeit, Full. Kein Motorboost bisher am Start, brauche ich auch noch nicht. A geht bereits weg. Und ich kann sehen, mit meiner Reichweite komme ich hier nicht sehr viel weiter. Wir sehen aber auch, dass die Mehrzahl der Gegner bei C ist. Das heißt, wir müssen uns ganz schön beeilen, dass wir hier A kriegen, wo ein gegnerischer DD bereits drinne sitzt. So, und wir merken es daran, dass die ersten schon wegdrehen und wegfahren. Die ersten Torpedos kommen. Und ein Kreuzer Lee. Ja, Abpraller angewinkelt, konnte ich nicht viel drauf machen. Aber hier stehen bleiben bringt auch nichts, dann bin ich leichte Beute für den Träger. Insofern, ich muss mich in Bewegung setzen. Und ich gebe mal ein bisschen Gas. Es hilft ja nichts, wenn die alle hier hinten stehen bleiben. Auf der anderen Seite einfach so ab. Schlachten lassen von den Torpedos will man sich auch nicht. Also, die gehen auseinander. Und rein damit. Ja, auf der anderen Seite sind wir völlig überrannt. Müssen also gucken, was wir hier machen. Die Jambar versucht natürlich ihre Kampfkraft, ihre Genauigkeit, ihre Panzerung gegen mich einzusetzen. Der Träger ist auch hier mit im Einsatz. Und da sieht man wieder den Winkel der Torpedos. Ich denke, der wird eher hier um die Ecke kommen. Ah, fährt aber weg. Den werde ich zwar nicht bekommen, aber raus ist raus. Es geht mir hier nicht um die Anzahl der Kills. Hier geht es wirklich darum, dass wir den Gegner hier verscheuchen, dass wir den Cap bekommen. Ganz wichtig, ja, da ist er rausgegangen. Und auch hier müssen wir ein bisschen Druck aufbauen, dass der Gegner sagt, okay, ich bin jetzt hier in der Unterzahl, so wie bei uns oben, ich drehe ab. Und das muss er hier auch, da kommen Flieger. Jäger gestartet. Losgefahren. Die Beschleunigung ist sehr gut. Sehr brauchbar. Man kommt schnell hin. Ich habe mir für den Motorboost eine Erweiterung für Kohle gekauft. Ich möchte jetzt hier gar nicht vorfahren. Ja, genau deshalb. Und eigentlich müssten unsere drei hinter der Insel da jetzt mal vor, raus und helfen, damit wir den schnell wegkriegen. Aber die denken gar nicht dran. Die sitzen erstmal gemütlich da hinten und denken, boah, lass doch die Duncan mal machen, neues Schiff, selber schuld. Unser oberster Cap geht indessen an den Feind, an den Gegner. Und genau das
Natürlich nutzt der DD das aus, dass ich hier vorne alleine stehe und taubt. Und insofern war rückwärtsfahren, auch wenn man es jetzt klischeehaft mit den Franzosen verbindet, aber es war in dem Fall wirklich die richtige Wahl. So, jetzt ziehe ich mich auch ein bisschen zurück. Weil es macht auch keinen Sinn, der Jomba da jetzt hinterher zu fahren. Und ich drehe den Spieß um. Ich sage, ich werde mich jetzt nach B richten. Ich behalte sie zwar im Auge und ganz ehrlich, um den DD dürft ihr euch jetzt mal kümmern. Ich bin kein DD-Jäger mit diesem Teil. Dafür ist die Nachladezeit einfach zu lang. Da kommen noch mal Torps, aber die stören mich jetzt nicht mehr. Ja, ich komme da auch nicht mehr gut ran. Die Jombar versteckt sich da hinter der Insel oder in den Inseln. Ob das so clever war? Ich meine, sie hat auch eine große Geschwindigkeit, hat auch einen Motorboost. Ob sie da nicht hätte eher nach oben durchfahren können sollen, wer weiß es. So, ich habe immer noch die Jumba quasi breitseitig neben mir. Insofern muss ich Obacht geben, wie ich mich da anwinkel. Und drehe jetzt so ein bisschen schräg nach oben weg, dass ich ihr nicht komplett die Breitseite zeige, falls sie sich von den unteren Schiffen nicht ablenken lässt, sondern dann doch mal auf mich geht. Da kommt der nächste. Ja, da kam was von der Seite, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gestört. Auf 27 Sekunden ist die Nachladezeit runter. Besser wird's nicht. Aber ganz ehrlich, damit kann man schon leben. Ja, rechts von mir. DD. Jetzt kriege ich auch ein bisschen Dampf hier ab. Natürlich, ich bin an vorderster Front. Und habe ich vorhin noch gesagt, man geht nicht brawlen mit dem Schiff. Ja, ist richtig, aber Druck machen, also sprich die anderen hinter sich herziehen und den Gegner vor sich wegschieben, das kann man hiermit halt schon ganz gut. So, jetzt müssen wir aber auch wirklich sehen, dass wir da was rausnehmen. Und wie ich vorhin schon sagte, der Gegner weiß mit meiner Geschwindigkeit den Motorboost noch nicht so richtig vorzuhalten, sonst wäre ich vielleicht auch schon weg. Jetzt gucke ich mir mal den Gegner an der Seite an. Gucken, dass ich da ein bisschen mit drauf gehe. Es ist schwierig, sich so jetzt richtig anzuwinkeln. Aber Alsasch ist raus und ich kann schnell mit Dreierbrand indessen, das gefällt mir gar nicht. Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Heal, sonst wäre ich hier gleich weg. Okay, der ist weg. Jetzt habe ich quasi zwei Mann vor mir. Brand löscht sich. Und in 5 Sekunden kann ich nachheilen und das brauche ich auch.
halbes Schiff wieder ausgedruckt, wie man so schön sagt. Der englische hier ist halt nach wie vor einer der absolut besten. Und gleich mal zum Kontern gegangen, bestraft. 108.000. Ja. Jetzt nicht der Riesenvergleich zur Vorgruppe, Vorrunde, aber dafür hier mitten im Gefecht nicht nur 1 gegen 1. Aber ich weiß halt, das geht. Na, hier brauche ich gar nicht mehr Torpen, der geht vorher raus. So, da haben wir da unten noch ein DD. Immer noch die Jumba und... Ich gucke. Tack. Das war eine schöne Zita, 135.000 insgesamt. Ich lebe noch, Unterstützer bekommen. Und sollte er mir jetzt wirklich näher kommen, aber das macht er nicht, er haut nach wie vor ab, dann könnte ich ihn halt zur Not raustauchen, brauche ich aber gar nicht. So, wir haben nur noch 3 Gegner, es sieht sehr gut aus, 138.000 auf der Uhr. Ja, und das war's. Ich hoffe, ihr habt so den ersten Eindruck von der Duncan bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt mehr davon. Danke.